Ja, die 60er Jahre. Sexuelle Revolution. Ich glaube, dass mein Geburtsjahr 1966 die Initialzündung für die sexuelle Revolution war. Vielleicht sogar meine Geburt. Ich möchte jetzt hier nicht zuhören. Bin auch für sexuelle Revolution. Finde das gut. Ich finde vor allem die jungen Frauen, so Anfang 20, die sollten sich emanzipieren. Nicht immer nur mit gleichaltrigen Sixpack-Trägern. Ruhig auch mal mit einem älteren Mann. So. Also 50. Gut, die haben zwar einen Bauch, aber die haben auch Erfahrung. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, hängt der Bauch bis zum Johannes, zeigt das, der Mann kann es. Das ist genauso ein Blödsinn, wie es kommt nicht auf die Menge an. Ja, es kann schon sein, dass die 50er, 60er Jahre eine verklemmte Zeit waren. Aber das, was heute passiert, finde ich auch. Ich meine, das sind die Leute, doch immer maßloser hochgeschraubt, keiner findet keine Befriedigung oder keine Befriedigung. Ich habe unlängst gelesen in einer Zeitung, nein, es war das heute, es war keine Zeitung, es ist gestanden, wirklich ohne Spaß, im Juni, 26. Juni war es, glaube ich, 4 Monate her, ne? 3 Monate. Mann vergewaltigt auf beide 3 Points. Grauslich. Wobei mich die Überschrift irgendwie irritiert hat, weil vergewaltigt, das bedeutet, es bestünde auch die Möglichkeit eines einvernehmlichen Sexes. Wie zeigt das Pony? Also, war das so weit? Also, ich weiß es nicht. Also für mich gilt, wenn zu mir ein Pony Nein sagt, dann heißt Nein, Nein. Aber die Menschen, die werden doch immer perverser. Immer die Dosis muss immer höher sein. Bei uns, wenn wir in den 80er Jahren, wir haben noch den Rennbahn-Express gehabt. Ich kann mich erinnern, da gab es eine Ausgabe des Rennbahn-Express, da hat sich herumgesprochen, da sieht man ein Mädchen, das sich berührt. Dann haben wir uns wohl den Rennbahn-Express gekauft und dann hat man so ein Mädchen gesehen, das dort so sieht. Und ja, bist du deppert! Das sieht man voll alles. Jetzt kann man so, wie so ein dicker Unterhose. Ja, da später, da sind wir in die Tabaktraffe gegangen und haben eine Praline oder eine neue Revue, da habe ich schon voll was gesehen. Boah. Aber alles so. Und dann durch einen Seiteneingang in einen Sexshop. So ein Heft und Kauf. Das hast dann noch in so ein schwarzes Sack reingegeben, das sonst nur in einen Sexshop geht. Ja? Auch ein Schild umhängen können und perverse Sau. Also es hat jeder gewusst, wo du tust. Dann bist du den Seiteneingang wieder raus. Es hat jetzt wohl keiner bemerkt, dass ich im Sieg schon war. Ah, das war Zeit. Oder Videothek. Ist reingekommen, ist noch ein Abend. War viel. Dann war hier diese Plüschgirlande. Gut, das waren jetzt auch keine Orgenfilme, das waren Filme so, das, warte, das macht das jetzt. Nein, das waren keine Orgenfilme, das waren Filme, das wäre für die jungen Verleute wie für uns damals die Boltons, ja? Also. Gute Nacht, John Boy.
irgendwo kennengelernt, in einem Lokal, da hat sie zu Hause gehabt, hat sie ausgezogen und ja, dann haben schon, aber das war, noch haben sie sich nur Busse gegeben oder so. Das hat nur Handel gehabt, da hast du noch gewartet, wie es ausgeht. Ja? Heute ist es, wie ist das heute? Das ist, da treffen sie sich auf dem Parkplatz und wird geknackselt und nachher, tschüss, sehen wir uns noch? Nein, gut, geschwätzt. Also das ist. Das ist doch, das hat mit Romantik und Sexualität doch nichts mehr zu tun. Und wir haben das gehabt in den 80ern. Und im Bass. Excited very schnell.